als Präsident des Trägervereins der Vollgeldinitiative, des Vereins Monetäre Modernisierung, MOMO, begrüße ich Sie herzlich und danke Ihnen für das Interesse. Mit der Publikation des Initiativtextes im Bundesblatt können wir heute am 3. Juni mit der Unterschriftensammlung beginnen. Für uns natürlich ein rundum spannender Tag. Wie kommen wir zu dieser Initiativvorlage? Auf dem Höhepunkt der Krise 2007-2008 erschien von den Medien unbeachtet dieses Büchlein Geldschöpfung in öffentlicher Hand von Josef Huber und James Robertson. Es gab den Anschluss dazu, in der Schweiz eine Vollgeldinitiative zu starten. Als Bürger eines Landes mit eigener Währung und den demokratischen Mitteln eine solche Reform umzusetzen, sahen wir uns in der privilegierten Lage, dieses notwendige Projekt in Angriff zu nehmen. Ich überspringe nun aus Zeitgründen die Angaben zur Entstehungsgeschichte, wo einiges in den Unterlagen dazu zu finden ist, aber so viel unbedingt. Allen Aktiven im und außerhalb des Vereins danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr uneigennütziges Engagement. Bei der Vollgeldinitiative handelt es sich endlich einmal, bin ich versucht zu sagen, um eine Initiative, die nicht nur die Symptome, sondern die Ursachen angeht. Sie ist also im besten Sinn radikal, das heißt ein Kernanliegen, das alle betrifft. Ihm kann nur eine breite politische Basis gerecht werden. Das bringen wir auch mit unserem überparteilichen Vorstand zum Ausdruck, was allerdings zur Folge hat, dass ganz unterschiedliche Motive koordiniert werden müssen. Gleich anschließend wird Ihnen die Vollgeldinitiative näher vorgestellt. Darum beschränke ich mich auf das Stellen von 5 simplen Fragen. Sie sind mir wichtig, aber von Medien, Politik und Wissenschaft sind sie bisher leider ignoriert worden. 1. Warum soll Geld nicht einfach Geld sein? Geld, das uns allen von den Nationalbanken zur Verfügung gestellt und von den Banken nur vermittelt wird. Wenn doch das komplizierte fraktionale System unnötig und unsinnig ist, weil es zwingend Risiken und Instabilität produziert. 2. Warum hat sich der Bund sein Geldregal von den Geschäftsbanken aus den Händen nehmen lassen und duldet es, dass diese praktisch alles Geld, praktisch unbegrenzt, erzeugen? Wenn doch die Folgen, wie jedermann täglich in den Zeitungen lesen kann, auch für unsere Banken schädlich sind. 3. Warum nehmen wir Menschen, Wirtschaften, Staaten unwidersprochen hin, von Geld und von den Finanzmärkten dominiert zu werden, wenn doch die rechtlichen Mittel dazu da wären, uns von dieser Dominanz zu befreien? 4. Warum sollen die Geldproduzenten auf Kosten aller anderen Wirtschaftsteilnehmer privilegiert und subventioniert werden, wenn sie doch ständig Schulden werden, Finanzblasen erzeugen und wenn es problemlos anders ging? 5. Warum sind diese Fragen bisher nie öffentlich gemacht, geschweige denn beantwortet worden? Der Souverän hat nie Stellung dazu nehmen können. Zusammengefasst, wollen wir ein System, das unkontrolliert ausufert, oder wollen wir eines, das wir demokratisch kontrollieren können? Solche Fragen möchte eigentlich die Vollgeldinitiative vom Volk beantwortet haben. Der Markt richtet alles. Und dieser Glaube, diese Ideologie stellen wir natürlich in Frage. Und es ist für mich selber keine Frage, dass das Chaos, das wir heute weltweit haben, genau dieser Ideologie zu verdanken ist. Der Markt richtet alles. Der Markt richtet ein Chaos an, vor allem diese Finanzmärkte. Und wenn man jetzt glaubt, das sei die Lösung, dann
von mir gesehen, täuscht man sich gewaltig. Das erste Ziel unserer Initiative, eben genau diese Diskussion, die jetzt ansatzweise da auch aufgekommen ist, dass diese öffentlich geführt wird und dass wir darüber entscheiden können, wollen wir, was wir haben, oder versuchen wir, eine bessere Lösung zu finden. Dankeschön.